Willkommen zurück zu Castlevania 2, Simon's Quest. Ja Leute, wir haben im letzten Part den dritten Dungeon abgeschlossen. Ja, und wollen uns jetzt mal angucken, wie es nach dem Dungeon hier weitergeht. Denn hier hinten dürfte irgend noch was sein, aber... Oh Gott. Ja, stimmt. Da war ja was. Sprung, Action bis zum Abwinken. Und failen wir hier einen Sprung. Also versammeln wir einen Sprung. Landen wir, glaube ich, da drüben am Steg wieder. Das! Simon, würdest du bitte springen, wenn ich es dir sage? Das wird jetzt der größte Spaß. Sprung, Action vom Feinsten. Wer das Spiel kennt, wird wissen, wie steif der Gute hier ist. Ja, seht ihr's? Seht ihr's? Hab ich nicht gesagt? Möge die Failerei beginnen, aber hallo Leute. Das wird jetzt eine Fail-Orgie ohne Gleichen. Hupa! Oh. Habt ihr es gesehen? Ich war eigentlich schon wieder... Ich war schon wieder tot. Aber irgendwie habe ich mich wieder hochgebackt. Oh, schon wieder, schon wieder. Und nun hier, das ist der schlimmste Sprung. Boah, habe ich ein Dusel, habe ich ein Dusel! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wer will, darf gern die Tode zählen, die ich hier brauche, aber ja, das war jetzt keine Absicht. Hoppala. Soll ich schon springen, wenn ich es dir sage, mein Guter? Das hier ist wirklich die schwerste Sprungstelle des Spiels. Und ich kann euch im Moment nicht mehr sagen, ob sich am Ende wirklich lohnt. Wenn ich mich recht entsinne, Simon, du Dämmler, warum hüpfst du denn einen halben Kilometer? Boah. Ja, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann sollten wir da hinten noch irgendein Item fürs Inventar bekommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder... keine... Simon, du Dämmler! Wieso springt er auf einmal so weit? Ich tipp doch nur an! Da! Ja, toll, es war jetzt... Es war zu früh. Ich muss wirklich warten, bis dieser Block seinen höchsten Punkt hat. Dann erst kann ich den Sprung auf den nächsten... Wagen! Ja! Und hier muss ich wohl den letzten Punkt hin, ansteuern. Dann? Boah, ja. Da! Und ich sage euch, das ist ja nur der Hinweg. Da kommt, glaube ich, dann noch der Rückweg. Der dürfte eigentlich... Wenn meine Erinnerung jetzt nicht ein Streich spielt, dürfte das irgendwie eine Sackgasse sein und wir dürften irgendwie was finden oder bekommen oder... Jedenfalls haben wir jetzt schöne Musik dazu. Oh Gott, das war sowas von knapp. Ja! Wuhu! Yeah! Hooray! Nächster Screen! Oh! Neue Gegnertypen! Und Mumien, wie es aussieht! Ach ja, die allseits beliebten... Soll das Raben sein? Nee! Adler! Sieht aus wie Adler! Oh! Lauter neue Gegnertypen hier! Ich hatte hier gar nicht mehr in Erinnerung!
Und Medusa-Heads. Ach ja, stimmt, die gab's ja auch noch in dem Spiel. Ja, welches krasse Wende jetzt bitte ohne Medusa-Heads? Wobei deren Ansturm schon wieder vorbei ist, wie es aussieht. Okay, ich hab nichts gesagt. Gleich im Doppelpack. So. Schwester auch gleich mit erledigt. Ich geb dir einen Diamant. Ja. Ein. Nee, das ist. Da ist der Diamant. Oh. Nett, nett. Aber Moment. Ja, verbraucht Herzen. Also bleiben wir beim Weihwasser. Ja, nett. Also eine neue Bonuswaffe. Okay, ich wusste nicht mehr, was wir bekommen, aber ich wusste, dass wir hier was bekommen. Ey, Medusa-Heads! Lässt du mich in Ruhe? Aha. Naja, hier sind... Ja, schön. Gibt es doch ein paar kleine neue Gegnertypen, auch wenn die... Ja, bisher... ja, scheinbar bisher nur hier auftauchen. Ich weiß echt nicht mehr, was da später noch für Gegner kommen. Aber hier sind, ja, doch ein bisschen arg viele neue Gegnertypen auf einem Fleck. Diese Adler, diese Schemen hier, die Medusa-Heads, die Mumien hier. Alles schön auf einen Haufen geklatscht. Soll mir recht sein. Wir haben, was wir wollen. Jetzt darf das Sterben hier weitergehen. Oh Gott. Derselbe Spaß von vorn, nur in die andere Richtung. Was tut man nicht alles, um das Inventar voll zu kriegen? Ja, ich habe mir jetzt einfach mal zum Ziel gesetzt, in diesem LP das Inventar voll zu kriegen. Und ich würde mal sagen, bis jetzt sieht's doch gut aus, oder? Das Ziel werde ich sicher erreichen. Wow. Das war wieder... Ach, du musst wirklich exakt den Punkt erwischen. Ansonsten... Ja... Springt er zu kurz. Oder springt gar nicht. Ach, Simon, jetzt stell dich nicht so an. Lern schwimmen, wenn du so... eine Wasserratte bist, oder... Junge. Okay, das war dumm. Jetzt werde ich werde mal wieder ungeduldig und will hier schnell drüber. So. Jetzt wieder auf den höchsten Punkt warten. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich denke mal, den Part werde ich damit schon vollkriegen irgendwie. Ich könnte aber mal ein bisschen allgemein über Castlevania sprechen. Und auch eure Erfahrungen würde ich gerne wissen. Was war zum Beispiel jetzt mal euer erstes Castlevania? Ach, das war die Stelle. Mein erstes Castlevania war, glaube ich, ja, Castlevania 4 für Super Nintendo. Auch ein sehr tolles Spiel. Damit habe ich die Reihe kennengelernt und ja, habe dann nach und nach auch die Teile nachgeholt. So, ja, hab dann später noch Castlevania 1 bis 3 gezockt. Auf Original auf dem NES und wow! Nein! Gerade beim letzten, ihr leckt mich. Ja, ich sehe, ich hab's gemerkt, ich bin zu früh gesprungen. Ja. Und dann. Ich weiß auch nicht, ich war mit Castlevania treuer Nintendo-Jünger, kann man sagen. Ich habe alles gezockt, was auf den Heimkonsolen raus war. Also jetzt auch N64 und so. Aber dann habe ich die Serie irgendwie aus den Augen verloren. Erst als... Leck mich doch. Erst als dann,
Symphony of the Night auf Xbox herauskam, also im Xbox-Marktplatz. Da kam ich wieder auf die Serie zurück. Und ja, nach Castlevania 64 meine nächste Castlevania-Erfahrung. Ja, es war dann schon das neue Castlevania-Gameplay mit diesem... Spring doch. Mit diesem offen zu erkundenden Schloss. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber trotzdem irgendwie im Herzen mag ich die... Wow. Mag ich die Castlevania-Teile ohne Rollenspielanteile immer noch irgendwie lieber. Ja. Und deswegen auch die ganzen DS-Teile wie jetzt Order of Ecclesia, Portrait of Ruins und wie sie alle heißen. Ging größtenteils, sie gingen alle komplett an mir vorbei. Die habe ich auch erst nach Symphony of the Night ein bisschen nachgeholt, wobei ich davon auch nur wenige Teile bisher auch wirklich durchgespielt habe ganz. Und ja, wir sind zurück. Puh. Ja, ich weiß auch nicht, die Nicht-RPGs von Castlevania. Ja, mag ich trotz allem, oder spiele ich trotz allem irgendwie noch lieber. Ah, sicher. Ich werde dich an einen guten Platz bringen. Fahr mal los. Ja. Das waren jetzt so meine... Bist du mich hier? Depp. Ich werde einfach wieder zurück. Naja, das waren soweit meine Castlevania-Erfahrungen. Und halt. Das ist wieder dieser große Sumpf, wo wir hergekommen sind. Da geht's wieder zum Startdorf zurück. Aber wir müssen ja woanders hin. Wir müssen wieder den Fährmann nehmen. Da, ja. Gut, ja. Kurz zum Abschluss. Ihr könnt mir auch gerne eure Castlevania-Erfahrungen in die Kommentare schreiben, was ihr so lieber mögt. Ja, linearen Castlevanias oder die Rollenspielartigen. Würde mich echt mal interessieren. Gut, zurück zum Spiel. Ja, dieser Fährmann hat uns ja zum dritten Dungeon gebracht. Aber auch nur, weil wir Draculas Herz ausgerüstet hatten. Wenn wir ihn nun ohne Herz ansprechen, wird er uns ganz woanders hinbringen. Ja. Bring dich an einen guten Platz. Schön, dann fahr mal los. Ha! Und nicht von den Viechern treffen lassen. Das wäre jetzt ganz schlecht. Und die Sonne vertreibt den Fluch. Lasst ihr mich durch? So ist gut. Ja, eine neue Stadt, die wir auch gleich mal nach Herzenslust erkunden. Und ich würde mal sagen, ja, wir fangen oben an, also oben links, und gehen nach unten. Wir fangen oben an und arbeiten uns nach unten durch. Mein Gott, also stammel ich hier wieder zusammen. Aber ihr seht, der Ort hier scheint ein bisschen größer zu sein als sonst. Mal gucken, dass ich da nicht die Übersicht verliere. Das ist einfach ein spontaner Beschluss, dass ich oben anfange. Ich habe jetzt echt nicht mehr gewusst, dass das Kaff hier so groß ist. Hier ist gleich meine Kirche zum Heilen. Ja, hit the Borrowcliff with your head to make a hole. Okay, ram deinen Schädel gegen das Borrowcliff, um ein Loch zu schaffen. Sehr schön. Dann, du darfst mich gern mal heilen. Ja, ich ruhe mich eine Weile aus. Dankeschön, wer mir dankt.
Jesse. Ich hatte mir gerade schon. Ich sehe dich an. Ich sehe dich um Mitternacht. An der Riverbank. Oh, ist das ein Rendezvous? Eine Verabredung? Simon, du alter Schwerenöter. Gut. Hier ist wieder ein Händler oder... ja, irgendeine unwichtige Person versteckt. Aber in der Regel sollte es schon ein Händler sein. Na, na, na? Knoblauch. Lass mich mal kurz gucken. Haben wir noch? Brauchen wir nicht. Außerdem hätten wir eh nicht genug Katzen. Apropos Herzen. Oh Gott, mir fällt da gerade was ein. Mir fällt da gerade was ein. Oh Gott, Allah. Ja, wenn wir hier links weitergehen, kommt noch eine Stadt. Ja, das ist die Verabredung. Ich werde da sein. Ich bringe Blumen mit. ja, wir sorry, Paul. No time now. Vielleicht später. Ich bin nicht Paul, du musst mich verwechseln. Ja. Links von der Stadt geht's weiter und irgendwann wird noch eine Stadt kommen. Und dort gibt's die zweitstärkste Peitsche vom Spiel. Habe ich, glaube ich, in einem früheren Part schon mal erwähnt. Aber die ist teuer. So an die 200 bis 250 Herzen. Das wird eine schöne Farmerei. Oh Gott. Lass uns eine Runde Farmarama spielen, ne? Gut, da drüben ist nichts zum draufspringen. Dann kann ich hier runter. Hier noch jemand, mit dem ich reden kann? Nein? Was sagt eigentlich die Uhr? Ah, geht noch. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Get a silk bag from the graveyard. Duck to life longer. Silk bag. Okay. Oh, du suchst, du wartest auf einen gut aussehenden Jungen wie mich. Sorry, aber ich habe schon eine Verabredung. Na, was hast du? Was? I want to get to know you better. Hm, alles klar. Gut. Ah, ich hab's gewusst, dass da unten irgendwo Wasser sein muss. Ich wusste jetzt nur nicht, wo. Hätte ja sein können, dass ich da irgendwie ins Wasser hüpf. Muss ja auch nicht sein. Ja. Da oben ist noch wer. Ich möchte einen blauen Kristall gegen einen roten tauschen. Dankeschön! Und ja, ihr könnt euch vielleicht denken, das ist unser Item für Dungeon Nummer 4. So willst du, ich will nicht in Wasser hüpfen. Yep, ja. Als ob ich in diesem Part noch nicht genug abgesoffen wäre. Gut, lass mich noch schnell gucken, ob hier drüben noch wer ist. Nein. Halt, da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Da bin ich noch schnell rein. Wenn wir diesen Ort auch wirklich abgedeckt haben. Hinten dann? Ah. Na, was hast du denn da für mich? Nö, danke, aber das Zeug hält nicht sonderlich lange, das heißt, ich kann darauf verzichten. Ja, gut. Noch ein Blick. Damit dürften wir eigentlich... Da geht's ganz hoch, ja. Wir dürften durch sein. Jupp.
scheint fast so. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, ich bin schon verabredet. Um Mitternacht. Ja, gut, Leute. Und mit dem Einbruch der Nacht beende ich diesen Part und dann werden wir das Dorf verlassen und hier weitergehen. Na toll, lauter Blobs hier schon mal. Gut, Leute. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.